Die Kühlermaske eines mit einer Sonderkarosserie ausgestatteten Vorkriegsfahrzeugs wurde Opfer des Rosts. Daher muss die Form der Maske neu aufgebaut werden. Als Basis für die Form dient eine Schablone aus Pappe. Auch die Pappe kann erst einmal mit Klemmstiften fixiert werden. Die Schablonen dienen anschließend dazu, die Blechteile zuzuschneiden. Mit einer Kurvenblechschere kann das Blech nun zugeschnitten werden. Auf einem Sandsack wird das Blech mit einem Holzhammer in Form getrieben. Damit wird die Grundform erstellt. Lange 3 mm Bohrung. Nee, nur kurze. Also die normale Länge. Ja. Weil du nicht reinkommst, was? Auf einem flachen Amboss wird das Blech anschließend gerundet und geglättet. Das Blech hat nun die entsprechende Form und wird testweise an die vorhandene Form angepasst. Um die Ersatzbleche mit der Originalform verschweißen zu können, wird das Blech mit einer Absetzzange so bearbeitet, dass ein kleiner Absatz entsteht. Im nächsten Zug werden die beiden neuen Blechteile mit Klemmstiften fixiert. Die Form der Kühlermaske ist aber noch nicht fertig. Auf der Innenseite der Kühlermaske muss der Rand noch abgerundet und umgebürtelt werden.